Ich öffne meine Augen. Perplex schaue ich mich um. Ich stelle fest, dass ich auf einer Parkbank sitze, die umgeben von Büschen und Sträuchern ist. Ich schaue auf meine Hände, sie sind alt und faltig. Ich spüre einen Windhauch und drehe meinen Kopf nach vorne. Ich starre in ein kaltes, dunkles Nichts. »Wer bist du?« krächze ich. Keine Antwort, nur Stille, ab und an unterbrochen von dem Geräusch raschelnder Blätter. Müdigkeit ergreift mich und meine Augen fallen zu. Ich öffne meine Augen. Perplex schaue ich mich um. Ich stelle fest, dass ich auf einem Absatz einer Steintreppe sitze und die Passanten beobachte, die ihre Wege gehen, um noch rechtzeitig einen ihrer Termine zu erreichen. Ich schaue auf meine Hände. In der einen Hand halte ich einen Joint. Meine beiden Hände zittern ein wenig. Wieder starre ich nach vorne und zwischen den Passanten begrüßt mich erneut das dunkle, kalte Nichts von vorher. »Was willst du?« rufe ich. Einige Passanten drehen sich um, doch das interessiert mich nicht weiter. Das Nichts zeigt keine Reaktion, starrt mich nur weiter an. Ein Brennen durchfährt meine Augen, instinktiv kneife ich sie zu. Ich öffne meine Augen. Perplex schaue ich mich um. Ich sitze auf einem Holzstuhl vor einem großen Tisch, der reich gedeckt ist. Neben mir sitzt eine Frau. Sie sähe wahrscheinlich gut aus, würden ihre Augen nicht diese Langeweile und Gleichgültigkeit mit sich tragen. Auf der anderen Seite sitzen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge scheint etwas älter. Ich schaue auf meine Hände. Sie liegen glatt und entspannt auf dem Tisch, wirken gepflegt. Ich schaue nach vorne und ein weiteres Mal blickt mich das Nichts an. »Wer bin ich?« fragte ich in einem monotonen Ton. Die Frau bewegt leicht ihren Kopf. Die Kinder blicken weiter desinteressiert auf ihre Teller. Das Nichts bewegt sich auf mich zu. Es berührt mich und geblendet von dem hellen Licht, das aus der Dunkelheit herausströmt, schließe ich die Augen. Ich reiße meine Augen auf. Der Atem geht schnell, ungleichmäßig, panisch beinahe. Eine Frau in Weiß ist über mich gebückt, versucht mich festzuhalten. Ein Mann in einem weißen Kittel stößt zu mir, setzt mich. Eine Maske wird über mein Gesicht gestülpt und ich kralle mich verzweifelt an dem Laken des Bettes, auf dem ich mich befinde, fest. Langsam spüre ich, wie ich ruhiger werde. Die Hände der Frau lassen mich los und schlaff falle ich auf das Bett. Der Arzt tritt an mich heran. Freut mich, Sie wiederzusehen. Seine Augen, die er hinter einer runden Brille versteckt hat, blicken auf eine Art Klemmbrett. Sie waren 9 Monate im Koma. Als ein Junkie versucht hatte, sie zu überfallen, kam es zu einem schlimmen Handgemenge. Ein Mann hatte offenbar versucht einzugreifen und dabei sind sie unglücklich auf den Asphaltboden gefallen, was eine schwere Hirnverletzung mit sich zog. Der Vorfall wurde zwar von einem alten Mann beobachtet, aber leider wurde der Täter noch nicht gefunden. Der Tag, an dem nichts mehr so war wie vorher, weder in meinem Leben noch in dem meines Bruders, war zunächst nicht im geringsten merkwürdig oder beunruhigend gewesen. Ich hatte keinerlei Vorahnungen oder auch nur ein ungutes Gefühl gehabt und niemals hätte ich mir ausmalen können, welche Wendung dieser schöne Sommertag nehmen sollte. Aber wie schon unser Großvater in einem seiner selbstgedichteten Sprichwörter zu sagen pflegte, die Ohrfeigen des Schicksals kommen überraschend. Und so war es auch in diesem Fall. Mein Bruder und ich wohnten in einer kleinen, beschaulichen Gemeinde mitten in einem Weinbaugebiet, wo wir unsere Tage wie alle Jungen unseres Alters mit unseren Freunden und Computerspielen verbrachten. Es war zwar kein besonderes, aber immerhin ein glückliches Leben. Nun, zumindest bis zu diesem Tag. Lasst mich an dieser Stelle sagen, dass ich bis damals nicht an Übersinnliches geglaubt habe. Geister, Dämonen oder Ungeheuer sind Stoffe für Filme, Bücher und vielleicht Creepypastas, für die ich im Gegensatz zu meinem Bruder schwärmte.
Aber im richtigen Leben gab es so etwas nicht. Davon war ich überzeugt. Wie naiv ich doch war. Mein Bruder und ich hatten an diesem Tag im Dorf gebummelt und unseren Ausflug bei einem leckeren Eis ausklingen lassen. Als sich der Himmel langsam zuzog, beschlossen wir nach Hause zu gehen und noch ein bisschen ein neues Game zu zocken, das wir kürzlich gekauft hatten. Unser Weg führte uns durch einige Weinberge, die von der sommerlichen Hitze ausgetrocknet und deren Untergrund von Rissen durchzogen war. Der Himmel verfinsterte sich zunehmend und für die Jahreszeit wurde es auch ungewöhnlich kühl. Ja, Mist, jetzt wird es bald regnen, sagte mein Bruder, und wir beeilten uns, nach Hause zu kommen. Wir durchquerten einen Hohlweg und bogen kurz darauf in die Gasse ein, wo unser Haus stand. In diesem Augenblick erfasste mich für einen kurzen Moment ein Gefühl des Unbehagens. Es dauerte nicht länger als einen Atemzug und war auch nicht besonders intensiv oder dramatisch, aber für die Dauer einiger Herzschläge war mir, als würde ich etwas Ekliges, Abscheuliches vor mir sehen. Wir betraten unseren kleinen Vorgarten und folgten dem gepflasterten Weg um die Ecke des Hauses herum, wo wir zu unserer Überraschung unseren Vater bei den Blumenbeeten hocken sahen. Ansonsten ist unser Garten eher das Reich unserer Mutter, aber trotzdem schien er so intensiv mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er uns gar nicht bemerkt hatte. Inzwischen war der Himmel dicht bewölkt und unser Garten in ein graues Zwielicht getaucht. Die Luft roch schwer nach Regen und in der Ferne war Donnergrollen zu hören. »Hallo Papa, was machst du hier draußen?« sprach ich meinen Vater an und wollte näher treten, als ich plötzlich meinen Bruder scharf Luft holen hörte und seine Hand an meinem Arm spürte. Als ich mich umwandte, sah ich, dass sein Gesicht fahl geworden und seine Augen ungläubig geweitet waren. Ich folgte seinem starren Blick zurück zu meinem Vater, wo ich endlich erkannte, was ihn so erschreckt hatte. Mein Vater hockte vor einem der Blumenbeete, das er gerade aufgegraben hatte. Allerdings offenbar mit seinen bloßen Händen. Ich sah seine schmutzverkrusteten Hände und die vom harten, trockenen Boden gesplitterten Fingernägel, als er frisch über dem gegrabenen Loch kauerte und scheinbar etwas umklammert hielt. Zunächst erkannte ich diesen Gegenstand nicht, und als ich es tat, wusste ich zunächst nicht damit anzufangen. Dann aber fiel mir plötzlich ein, warum mein Vater hier gegraben hatte und woher er den alten, faustgroßen Totenschädel mit den Überresten einer kleinen Wirbelsäule mit geborsteten Rippen daran hatte. Bis vor einem Jahr hatten mein Bruder und ich ein Haustier gehabt, eine Scheunenkatze, die uns eines Tages zugelaufen war. Dieses Tier war vergangenes Jahr auf natürlichem Weg verschieden und wir hatten es uns nicht nehmen lassen, es zwischen den Blumenbeeten zu begraben. Eben dort, wo nun mein Vater hockte und gerade offenbar das Skelett mit bloßen Händen aus der Erde gewühlt hatte. Mein Bruder und ich waren einige Sekunden lang wie vom Donner gerührt, als mein Vater das Skelett auch schon an den Mund geführt hatte und nun begann, die blanken Knochen unter gierigem Schmatzen und Schlürfen zwischen seinen Zähnen zu zerkauen. Er hatte uns immer noch nicht bemerkt. Wir beide konnten nichts anderes tun, als fassungslos auf die groteske Szene vor uns zu starren, und wer weiß, wie lange wir im Schock noch dagestanden hätten, als sich plötzlich hinter uns die Haustür öffnete und uns erschrocken herumfahren ließ. Im Türspalt war unsere Mutter erschienen, die totenblass war und vom Schrecken geweitete Augen hatte. »Was zum Teufel?« begann mein Bruder, aber unsere Mutter machte einen raschen Schritt nach vorne und ergriff uns an den Armen. »Kommt rein, schnell!« zischte sie und zerrte uns in Richtung Tür. Immer noch von grausem Entsetzen erfüllt, ließen wir uns in den Hausflur ziehen, wo meine Mutter sofort die Tür zuwarf und den im Schloss steckenden Schlüssel herumdrehte. Ihre Finger zitterten dabei. Eben wollten sowohl mein Bruder als auch ich sie mit Fragen bestürmen, was los sei und was Vater da draußen tat, als dieser selbst aus der Küchentür kam und uns nicht minder blass und grauenerfüllt anstarrte. »Ich bin das nicht! Ich bin das nicht!« stammelte er automatenhaft und deutete auf die Tür in den Garten, wo sich ihm durch das Türfenster brechenden Licht immer noch vage die Silhouette einer bei den Blumenbeeten kauernden Gestalt abzeichnete. »Bleibt um Himmels Willen drinnen!« stöhnte meine Mutter, die sich gegen die Tür abstützte. »Wir wissen auch nicht, was das da draußen ist.«
Genau genommen bin ich mir auch heute noch nicht ganz im Klaren darüber, wie alles so kommen konnte, wie es heute ist, dachte ich, während ich mit meinem Dietrich unauffällig an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses herumfingerte. Ob eine glückliche Fügung des Schicksals meine geheimen Wünsche erfüllt hat oder ob ich einfach durch Zufall einen Punkt übertreten habe, von dem aus es kein Zurück mehr gibt, lässt sich schwer sagen. Ich stieg gemütlich die Treppen hinauf, als wüsste ich genau, wo ich hin muss und als würde ich hierher gehören. Das fiel mir leicht. Es fiel mir immer schon leicht, denn eigentlich gehörte ich nirgendwo hin. Ich ließ meine Augen über die schäbigen Klingelschilder schweifen, während ich beiläufig den Putz auswich, der von den Wänden bröckelte. Diese Absteige war fast noch billiger als alle Verstecke, die ich bisher bewohnen musste. Als ich endlich den Namen entdeckte, den ich suchte, schob sich eine mit schweren Kisten bepackte Frau an mir vorbei. Obwohl sie recht jung aussah, war in ihrer Art, sich zu bewegen, klar zu erkennen, dass sie etwa 50 war, vielleicht etwas jünger. Um zu verhindern, dass sie während des Schlossknackens auf mich aufmerksam wurde, bot ich ihr meine Hilfe an und trug die Kisten in den nächsten Stock zu ihrer Wohnung, wich einem weiteren Gespräch aus und ging wieder herab. Schon nach wenigen Sekunden stand fest, dass das verdammte Schloss wohl seit Jahren nicht gepflegt worden war. Es klemmte wie sonst etwas. Nach einigen weiteren Sekunden des intensiven Drehens und Drückens klickte es endlich. Ich schob die Tür auf. Ein kleines weißes Kätzchen mit einem grünen und einem gelben Auge lief mauzend auf mich zu und drückte sich schnorrend an mich. Ich schloss die Tür wieder und kraulte dem Tier kurz die Ohren, durchquerte den Flur und drückte die Klinke der Tür hinab, hinter der ich den Fernsehgeräusch nach das Wohnzimmer vermutete. Die Klinke und das Scharnier quietschten hörbar, als ich sie öffnete. Jemand sagte: "Hey Schatz, du bist schon..." Der Mann, der wohl etwa mein Alter, er jedoch ein paar Jahre weniger hatte, starrte mich fassungslos an. Er stand vor einem kleinen Kühlschrank, eine leere Flasche Bier in der Hand, fettiges, dunkles Haar hing ihm ins Gesicht und ein kurzer, einigermaßen gepflegter Bart bedeckte einen Großteil der Wangen und das Kinn. "Wer bist du?" fragte er mit angstgeweiteten Augen. "Ein Albtraum, der dich viele, viele Jahre zu spät ereilt", antwortete ich, klappte im selben Moment blitzartig mein Butterfly-Messer auf und durchtrennte mit einem schnellen Satz nach vorne seine Kehle, noch bevor er schreien konnte. Blut spritzte aus seinem Hals wie Wasser aus einem Gartenschlauch, beschmutzte meine Handschuhe, überflutete den Boden. Er sank auf die Knie, sein Leben wie seine Körpersäfte rapide abfließend. Die Bierflasche glitt ihm erst aus der Hand, als er endgültig seine Kraft verlor, kullerte über den Boden unter ein altes, muffiges Sofa. Ich wischte das Messer an seiner Kleidung ab, wobei ich penibel darauf achte, nicht in die wachsende Blutlache unter mir zu treten, klappte es zusammen und ließ es in einer meiner zahlreichen Taschen verschwinden. Als ich das Wohnzimmer wieder verließ, sah das Kätzchen mich verwirrt an. Ich kraulte ihm erneut über den Kopf, wobei ich eine dünne Blutspur hinterließ und wisperte: "Ausgelöscht." Die Handschuhe verschwanden unauffällig in den Innentaschen meines tadellos sauberen Mantels, als ich die Wohnungstür wieder hinter mir schloss und meine Schritte mich in den Trubel des Alltags dieser belebten Stadt führten. Erst jetzt fiel mir auf, wie schön dieser Tag war. Abends, als ich meine Handschuhe endgültig losgeworden war, um mich auch der letzten Spuren zu entledigen, bezog ich in einem billigen Hotel unweit meines heutigen Arbeitsplatzes Stellung. Es war für meine Zwecke perfekt. Keine Personalien, keine Fragen. Ein Blick auf die Uhr. 21.57 Uhr. Ich öffnete trotz der Kälte mein Fenster und lehnte mich entspannt auf einem abgenutzten Sessel zurück. Der Schrei zerriss die Stille der Nacht nur wenige Minuten später und auch das manische Weinen war so laut, dass ich es bis hierher hören konnte. Ein seliges Lächeln umspielte meine Lippen. Seit langer Zeit das erste Mal. Das Weinen und Schreien hielt noch einige Minuten an, bis es von Sirenen herannahender Streifenwagen überlappt wurde. Diese Symphonie des Schmerzes, die ich eigens ihr zuliebe über Jahre komponiert habe, war mein Lebenswerk. Mein letztes Geschenk, dessen Erschaffung so viele Jahre meines Lebens verschlungen hatte. Auch wenn ich wusste, dass es ihr nicht gefällt, so fühlte ich doch reine Glücksgefühle dabei, sie als Sängerin in dieser Arie der Pein zu hören.
Keine Angst, flüsterte ich, während ich geistesabwesend mit meinem Messer spielte. Wir beide werden bald ein anderes Stück zusammen aufführen.